Seit wann gibt es die Schifffahrt am Wolfgangsee? Was versteckt sich hinter diesem Prachtbau direkt am See? Und wie viele Gäste kann die Schafbergbahn auf den 1783 Meter hohen Schafberg täglich bringen? Emilia und ihr Großvater Sepp erkunden die fünf Schätze der Salzburger Gehtourismus. Die Festungsbahn, den Mönchsbergaufzug und den Wasserspiegel in der Salzburger Altstadt. Sowie die Wolfgangseeschifffahrt und die Schafbergbahn im Salzkammergut. Das Tolle, die beiden nehmen uns mit. Auf 5schätze-reise.at gibt es nicht nur viele Infos rund um die 5 Schätze der Salzburger Gehtourismus, sondern auch einen Audioguide, der am Computer oder auch via Smartphone abrufbar ist. Die Sonne scheint, der See glitzert türkisblau und ich habe die beste Gesellschaft, die man sich für so einen Trip nur vorstellen kann. Oh, du Schmeichlerin. Danke für die Blumen. Es geht los. Wir legen ab. Schau, vom Wasser aus sieht man den Ort richtig schön. Ab mit uns nach St. Wolfgang und auf den Schafberg. Jawohl, volle Fahrt voraus, Herr Kapitän. Jetzt fahren wir bei der Falkensteinwand vorbei. Die Felswand hat die Menschen auch früher schon magisch angezogen. Wissenschaftler glauben, dass der Fels schon in prähistorischer Zeit ein Kultplatz war und später dann Ursprung von christlichen Legenden um den heiligen Wolfgang. Hinter der Wand führt ein Wallfahrtsweg nach St. Wolfgang. Und da entlang gibt es auch ganz viele Kapellen. Übrigens ein sehr netter Spazierweg. Von St. Gilgen über Fürberg bis nach St. Wolfgang. Was versteckt sich denn da für ein hübsches Häuschen zwischen den Bäumen am Ufer? Oh, das ist kein Häuschen, sondern die Villa Frauenstein. Auch bekannt als Schrattvilla. Einst fuhr eine Prinzessin oder Gräfin auf einer Wallfahrt über den See. Die Adelige war schwanger. Und plötzlich setzten mitten auf dem See die Wehen ein. Heftig, stark. So dass sie direkt dort auf dem Felsen einen Knaben entbunden hat. Und seitdem trägt der Felsen den Namen Frauenstein. Und später dann auch die Villa, die darauf errichtet wurde. Die Geschichte geht noch adeliger weiter, weil die berühmtesten Sommerfrischler in der Villa Frauenstein war niemand geringer als der Kaiser Franz Josef I. höchst selbst und seine geliebte Katharina Schratt. Schon lange bevor das erste große Schiff über den Wolfgangsee getuckert ist, war auf dem Wasser jede Menge los. Damals hat man die Wallfahrer, die nicht zu Fuß gehen wollten, mit traditionellen Holzbooten, mit den sogenannten Traunderln, zwischen Fürberg und St. Wolfgang hin und her gerudert. Das erste Passagierschiff, das regelmäßig nach Fahrplan gefahren ist, hat es dann 1873 gegeben. Das war der erste Raddampfer, die Kaiser Franz Josef. Na bitteschön, schon wieder der Kaiser. Der begegnet einem hier um den See auf Schritt und Tritt. Ja, da hast du wohl recht. Ja, alter Schwede, was ist denn das da am Ufer für ein Riesengebäude? Das war und ist der Ferienhort Ried. Das ist doch sicher cool, wenn man hier in die Schule geht. Stell dir vor, in der Pause in den See springen, nachmittags segeln. Oh, ein Traum. Naja, die Schule bezeichnet sich nicht umsonst als die schönst gelegene Schule Österreichs. Ich freue mich, dass wir jetzt endlich einmal gemeinsam mit der Schafbergbahn fahren. Was schätzt du, Opa? Wie viele Leute bringt die Bahn heute an guten Tagen auf den Schafberg? Das ist schwer zu sagen. Vielleicht so 1000 pro Tag? Verdoppelt diese Zahl nochmal, dann bist du dabei. 2000 Menschen pro Tag? Yep. An Spitzentagen befördert die Schafbergbahn über 2000 Gäste. Die Schafbergbahn ist mit einer Steigung von bis zu 26% die steilste Zahnradbahn Österreichs.
In 35 Minuten überwindet sie 1190 Höhenmeter und 5,85 Kilometer bis zur Bergstation in 1732 Metern Höhe, knapp unterhalb der Schafbergspitze, die 1782 Meter hoch ist. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit für die Bergfahrt sind 20 km/h. Für die Talfahrt sind es 12 km/h. Und die Schafbergbahn ist seit 1893 in Betrieb. Und das nach nur einem Jahr Bauzeit. Na bumm, das waren jetzt aber jede Menge Informationen. Na, und was sagst du? Habe ich dir zu viel versprochen? Nein, echt nicht. Der schönste Aussichtsberg im Salzkammergut war ausnahmsweise nicht übertrieben. Mhm, schön, dass ich auch mal recht hab. Da kann man sich um die eigene Achse drehen und sieht nichts als Berge, Seen und Himmel. Es heißt, dass man bei klarer Sicht vom Schafberg aus 14 Seen sehen kann. Das ist österreichischer Rekord. Opa, was ist da drüben für eine Hütte? Meinst du das Haus dort ganz oben auf der Spitze? Ja, genau das. Das, meine Liebe, ist keine Hütte, sondern ein Hotel. Nämlich das Hotel Schafbergspitze. Österreichs ältestes Berghotel. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Weil das Hotel, das ist schon 30 Jahre vor der Schafbergbahn gebaut worden. Das heißt, dass es das Hotel seit 1860 gibt? Ja, so ungefähr. Wow, das ist cool. Vielleicht sollten wir mal ein Family-Wochenende hier heroben machen. Was Opa Sepp und seine Enkelin Emilia noch alles auf ihrer Schatzsuche am Wolfgangsee und in der Stadt Salzburg erlebt haben, das gibt es auf 5schätze-reise.at. Neben dem Audioguide finden Besucher auch viele historische und skurrile Fakten, beeindruckende 360-Grad-Panoramen und vieles mehr.